hier sind ja auch welche ohne irgendwelche Abbildungen, wobei hier vorne das Gefäß ja Schrift drauf hat. Genau, das ist ein guter Punkt. Wir haben ja, ich habe ja gesagt eben, wir machen hier so kleine Reise durch die Zeiten hindurch und haben auch klassisches und hellenistisches mit dabei. Das ist hier ein sehr schönes Beispiel. Das ist eine sogenannte Schwarzfirnis-Keramik. Die heißt deswegen so, weil irgendwann enden im Laufe des 5. Jahrhunderts oder werden die figürlichen Verzierungen weniger und dann geht man dazu über, den kompletten Gefäßkörper schwarz quasi einzufärben, wobei es keine schwarze Farbe ist, sondern wie es auch hier bei den schwarzfigurigen Beispielen, auch bei den rotfigurigen so ist, nimmt man als Malmittel immer einen ganz fein geschleppten Tonschlicker. Also ganz fein gewässerten, verdünnten Ton. Der wird als Malfarbe benutzt, beziehungsweise beim Rotfiguring wird der Hintergrund quasi mit diesem Tonschlicker gefüllt und das Ganze wird dann durch einen chemischen Prozess beim Brand, wird es dann schließlich versippert die Oberfläche und dann wird das Ganze schwarz. Und hier ist es tatsächlich so, bei diesen spätklassischen hellenistischen Gefäßen, dieser sogenannten Schwarzfirnisware, dass man die Gefäße entweder mit Modeln herstellt oder auf der Töpferscheibe und während man sie töpfert, werden die mit einem Pinsel mit dem Tonschlicker überzogen oder sie werden in einen verdünnten Tonschlicker eingedippt quasi, also eingetaucht. Dann kommt das Ganze in den Brennofen und dann wird durch den Brennvorgang schließlich die Oberfläche glänzend schwarz, wie man es hier bei dem Beispiel sieht. Es gibt auch in der hellenistischen Zeit gibt es verschiedene Arten von Verzierungen. Es gibt plastische Verzierungen, sogenannte Riefenverzierungen, Stempelverzierungen. Das sieht man bei dem Gefäß hier auch, wenn man reinschaut, dass es hier so eine Einstichverzierung hat. Bei dem Beispiel hier sieht man es auch ein bisschen. Können wir nach einem Close-up uns mal anschauen. Und genau, manchmal gibt es auch verschiedene Farben, zum Beispiel Gold und Weiß als Farben. Wie Sie richtig erkannt haben, ist hier eine Inschrift auf dem Gefäß drauf. Einmal hier auf dem Gefäßkörper, aber wenn man genau hinschaut, auch auf der Unterseite des Bodens findet sich eine weitere Inschrift. Man kann es hier sogar lesen, es heißt EO Praxis. Hier ist es ein bisschen schwerer zu deuten. Da kann man auf jeden Fall sagen, dass die Inschrift hier nach der Herstellung des Gefäßes eingefügt worden ist, nämlich eingeritzt worden ist. Das kann verschiedene Ursachen haben, vielleicht ist es eine Inschrift, Namensangabe des Besitzers, das lässt sich nicht mehr genau fassen. Es gibt verschiedene Arten von Schrift auf Keramik, die man finden kann. Einmal ganz bekannt sind natürlich Signaturen der Vasenmaler und der Töpfer. Die sind dann aber in der Regel auf die Vase gemalt. Da gibt es einmal die Signatur des Töpfers, der schreibt Epoiesen und seinen Namen. Also er hat es gemacht und Ekrapsen hat es gemalt. Ist die Signatur des Vasenmalers. Da kennen wir auch Beispiele und bestimmte Vasenmaler sind dadurch auch bis heute namentlich überliefert. Das ist aber seltener der Fall. Es gibt auch Fälle, da sind Namen beigeschrieben der Figuren, die dargestellt sind auf der Vase. Oder es gibt ganz unspezifische Inschriften, da werden wahrscheinlich bekannte Personen der athenischen Gesellschaft der betreffenden Zeit als Kalos, also als schön bezeichnet. Und dann gibt es noch eine dritte Art, dann gibt es sogenannte Nonsens-Inschriften, wo man die Inschrift zumindest heute nicht mehr lesen kann und es verschiedene Ursachen haben kann. Entweder sind es andere Schreibweisen von Namen, die man nicht mehr kennt. Es geht nur darum, dass Schrift dargestellt werden soll. Oder eine Deutung ist auch, dass es verschiedene Dialekte sein könnten zum Beispiel. Also hier auf jeden Fall nichts, was direkt auf den Vasenmaler verweist, sondern nachträglich zugefügt worden ist. Zu Schrift generell kann man noch sagen, es gibt ja eine ganz berühmte Art, Keramik zu beschreiben, die Sie wahrscheinlich auch schon kennen oder schon mal gehört haben. Das ist Tonscherben, die beschriftet werden. Entweder durch Ritzung auch wieder oder durch aufgemalte Schrift. Das sind sogenannte Ostraka. Die haben ganz viele Verwendungsmöglichkeiten. Einmal ganz berühmt das athenische Scherbengericht im 5. Jahrhundert vor Christus. Also als Wahlzettel quasi, als Stimmzettel werden da Tonscherben verwendet. Man nutzt sie aber auch im Alltagsgebrauch sehr wahrscheinlich, um
kleine Notizen anzufügen, Listen anzufertigen und so weiter. Und da ist einfach Ton ein sehr guter Untergrund, das ist ein billiges Material. Tonscherben sind relativ leicht verfügbar, weil die Gefäße ja auch leicht kaputt gehen und es lässt sich schnell beschreiben und ist aber auch dauerhaft haltbar. Ansonsten findet sich Schrift in der Antike auf verschiedenen Medien. Papyrus zum Beispiel gibt es. Da machen wir jetzt einmal nochmal eine Reise durch verschiedene Zeitstufen hindurch. Bei öffentlichen Inschriften im antiken Griechenland ist Marmor oder Stein natürlich auch das Schreibmittel, quasi der Schreibuntergrund der ersten Wahl. Es gibt aber auch Leder. Papyrus gibt es als Schreibmittel in der Antike generell oder Tonscherben. Ja, dann bedanke ich mich herzlich bei Ihnen und ich denke, unsere Zuschauenden werden es ebenso sehen. Vielen Dank für diese vielen Informationen, die dann doch aus einer kleinen, aber sehr schönen Augenschale rauskommen. Und hoffentlich bis zum nächsten Objekt. Ja, es war wie immer eine große Freude, Frau Schmidt. Und die Antikensammlung hält ja noch einige schöne Objekte bereit, die wir uns auch demnächst nochmal anschauen können. Sehr schön.